Herzlich willkommen zu meinem allerersten Video. Heute zeige ich euch mal, was ich wann und warum upgrade. So, von der Abwehr her mache ich immer als erstes den Minenwerfer und den Magierturm. Warum? Ja, weil die haben Flächenschaden. Und das ist auch relativ gut, wenn ich jetzt jemanden mit Barge, also Barbaren und Bogenschützen angreift, dann bist du auch gegen die gut gewappnet und die kommen auch nicht wirklich weit dann. Und als nächstes mache ich dann immer hier die Luftabwehr. Weil viele greifen dann, wenn du zum Beispiel ein Meister oder so bist, dann greifen nicht viele zum Beispiel mit Lava-Lunien oder sowas an. Damit, dann bist du halt auch gut geschützt dagegen. Ja. Als nächstes mache ich dann immer meinen X-Bogen hoch, weil, ja, in, wie gesagt, ein Meister oder so, da greift nicht viel mit Lunien oder sowas an. Da kann der auch gut dagegen halten, aber man kann ihn auch auf Boden stellen, dann greift er nur Bodentruppen an und hat einen viel größeren Radius. Ja, als nächstes mache ich dann immer hier den Bogenschützenturm. Und warum? Ja, weil der greift Boden- und Lufttruppen an und ist auch relativ stark. Ja, als nächstes mache ich dann die Tesla hoch, weil die sind gegen Go Wipe zum Beispiel, gegen P.E.K.K.A. sehr gut, weil der macht gegen P.E.K.K.A. doppelten Schaden. Und ja, das finde ich halt auch recht gut an dem. Als nächstes mache ich dann wieder die X-Bögen hoch, damit ich die dann bei Rathaus 9 auf Max habe. Und ja. Und die Kanonen, die mache ich dann zum Schluss, weil die greifen nur Bodentruppen an, die Kanonen, und ich schieße noch relativ langsam. Danach, also ganz zum Schluss, nehme ich dann noch die Bomben oder die Skelettfallen mit, oder ja. Damit ich dann halt auch so ganz, weil die kleinen Sachen, die machen auch relativ viel aus. Und ja. Dann kommen wir mal zu den restlichen Gebäuden. Hier, dann mache ich immer gern das Labor hoch, damit ich dann meine ganzen Truppen gleich hochziehen kann und auch bessere Angriffe machen kann. Danach nehme ich immer das Armeelager, damit ich mehrere Truppen ausbilden kann und besser natürlich angreifen kann. Und ja. Danach mache ich gerne die Klamburg hoch, weil ich kann dann 30 Truppen nehmen, also zum Beispiel ein Golem oder ein Lavahund, und da habe ich auch einen enormen Vorteil im Clankrieg. So, danach nehme ich immer hier die Kasernen, die dunklen und die hellen, damit ich dann zum Beispiel bei Rathaus 8 kann ich dann mit die P.E.K.K.A.s und die Golems noch mitnehmen in den Kampf. Und da kann ich auch zum Beispiel hier mit Go Wipe oder irgend sowas im Clankrieg zum Beispiel angreifen. Oder auch zum Pokis pushen. Und ja, das finde ich dann auch relativ gut. Und danach mache ich noch hier die dunkle Zauberspruchfabrik und die normale. Damit ich dann auch mehrere Zauber produzieren kann und auch einen neuen dazu bekomme. Und ja, danach mache ich dann immer gern die Lager hoch. Damit ich auch mehrere Ressourcenspeicher habe. Und ja, es ist halt auch sehr praktisch, wenn man dann sehr viel teure Sachen hat, die wo man upgraden muss. Zum Beispiel hier die Luftabwehr, die kostet jetzt dann auf Level 8 7,56 Millionen Gold. Und ja, ganz zum Schluss mache ich dann hier die dunklen Bohrer hoch, Goldminen und die Elixiersammler. Und ja. Und was ich noch vergessen habe, bei den Mauern, das macht jeder anders, manche machen die als erstes gleich hoch oder auch ganz zum Schluss. Aber ich baue die immer so zwischendrin mal ein, mache ich wieder so 10 Stück ungefähr hoch und mache dann wieder mit der nächsten Verteidigungseinheit weiter oder irgendwie mit einem Sammler oder so. Und ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst doch mal ein Like oder vielleicht sogar ein Abo da. Schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr das genauso macht jetzt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.